auf dem Weg aufzuwachen und auf dem Weg herauszufinden, wer du wirklich bist. Wir verschließen uns vor dem, was wir wirklich möchten und akzeptieren zu oft das Leben so, wie es ist, weil wir glauben, wir hätten es nicht selbst in der Hand. Doch wenn wir es nicht in der Hand haben, wer dann? Das Schicksal? Dein Chef? Die Gesellschaft? Nein, wir haben es selbst in der Hand. Wir müssen nur mutig genug sein. Du wusstest mal, wer du bist. Doch auf deinem Weg hast du es vergessen. Und du kannst dich wiederfinden. Die wichtigsten Dinge im Leben lernen wir nicht in der Schule oder in der Ausbildung oder im Studium. Die wichtigsten Dinge lehrt uns das Leben. Und die richtigen Antworten finden wir nur in uns selbst. Momente, an denen du dich wie im Fluss befindest, wo die Dinge sich von ganz allein fügen, dafür lebe ich. Die Momente, in denen das Leben sich nicht mehr anfühlt, als müsste ich ständig gegen den Strom ankämpfen, sondern mich bewusst vom Strom tragen lassen kann. Vielleicht bin ich ein Träumer, wenn ich noch glaube, dass es nicht vorbei ist und dass wir uns noch nicht verloren haben. Ob wir uns überhaupt jemals verlieren können? Wer weiß. Ich mache weiter. Es wird Frieden geben, wenn ich fertig bin. Ich erhebe mich über den Stress und die Verwirrung, um einen Blick hinter die Illusion zu werfen. Meine Augen konnten zwar sehen, doch ich war trotzdem blind. Mein Geist konnte denken, doch ich war verwirrt und durcheinander. Doch ich höre immer diese Stimme, ich kann sie sagen hören. Mach weiter, gib nicht auf, geh weiter. Es wird Frieden und Harmonie geben, wenn alles erledigt ist. Auf den stürmischen Meer der Gefühle umhergeworfen, setze ich den Kurs nach dem Wind des Glücks. Manche Momente fliegen viel zu schnell vorbei
Und auch ich werde hin und wieder mit ihnen weggeweht. Doch ich schließe meine Augen und werde selbst wieder zu diesem Moment. Richtig oder falsch? Ich beginne es zu mögen, mit dem Nervenkitzel und den Gefahren fliegen zu lernen. Höher und höher, bis an die Grenzen des vollkommenen Glücks. Höher und höher. Die Sonne des Morgens trifft wie ein Pfeil in meine erwachenden Augen. Doch ich bin am Leben, mit dem Glück schlafend an meiner Seite. Lächelt. Und ich tauche ein in die sich öffnenden Augen. Eine Umwelt, in der ich gerne ertrinken könnte, in der ich ertrinken möchte. Ich möchte weit weg und lang hinter dem Höhepunkt sein. Ich möchte die Luft fühlen, ohne die Hindernisse der Schwerkraft. Ich möchte außer Kontrolle sein, ohne Angst zu fallen, weil ich vertraue, es wäre nicht tief. Höher und höher und Liebe und Liebe. Liebe ist mein Halt, Liebe ist mein Antrieb. Deine Liebe geht höher und höher. Bis wir beide ohne Schwerkraft, von uns selbst getragen, am Horizont verblassen. Von unserem Arzt erfahren, dass wir nur noch 3 Tage zu leben haben, dann sind wir schockiert, weil wir bisher nicht wahrgenommen haben, dass wir eines Tages sterben würden. Wir setzen uns damit nicht auseinander. Wir benehmen uns, als wären wir unsterblich. Und wenn es uns dann bewusst wird, ist es umso dramatischer, weil wir es uns niemals vor Augen geführt haben. Wenn wir also eine Entscheidung treffen wollen, sollten wir den Tod als Ratgeber nehmen. Also wenn wir nun eine Entscheidung zu treffen haben, sollten wir uns fragen, würden wir diese Entscheidung treffen, wenn dieser Tag und dieser Moment hier, der Tag und der letzte Moment vor unserem Tod ist? Würdest du also noch deinen Job weitermachen, den du schon seit Jahren hast, den du jetzt machst? Würdest du deine Beziehung weiterführen? Würdest du weiter mit deinen Gefühlen hinter dem Berg halten und dich zurückhalten, den Menschen, den du liebst, es auch zu zeigen und zu sagen? Würdest du das, wenn du morgen nicht mehr sein würdest? Entscheidungen, unser Leben besteht aus Entscheidungen. Und vielleicht hilft es uns, unsere Entscheidung zu treffen mit dem Bewusstsein, dass wir nicht unsterblich sind. Es wird gesagt, Hoffnung ist die letzte Weisheit der Narren. Und vielleicht müssen wir realistisch sein. Doch für jetzt halte ich an dem leichten Gefühl der Hoffnung noch fest. Was meinst du? We'll be right back.
Habe den Mut, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu leben und nicht nach den Vorstellungen der anderen. Nur allzu oft verzichten wir auf Dinge, um es anderen recht zu machen. Wir möchten beliebt und anerkannt sein, deshalb lassen wir uns beeinflussen. Wir treffen die falschen oder keine Entscheidung. Wir tun nicht das, was wir gerne möchten oder das, was uns glücklich macht. Wir riskieren zu wenig aus Angst, Ansehen, Erfolg oder Sicherheit zu verlieren. Unsere Gesundheit nehmen wir als selbstverständlich hin und erkennen dies erst, wenn sie weg ist. Erst wenn das Leben fast vorbei ist, fällt uns auf, dass wir viele Träume nicht erfüllt und stattdessen in Sackgassen verloren haben. Uns selbst zu verwirklichen und unser wahres Potenzial zu entfalten, bleibt genauso auf der Strecke wie der Wunsch, glücklich zu sein. Habe den Mut, deine Gefühle auszudrücken. Wie gern würden wir sagen, was uns in manchen Situationen oder an anderen Menschen stört, und wie gern würden wir sagen, was in uns wirklich vorgeht. Doch wie oft haben wir auch Angst davor? Hinterfrage dich einfach selbst. Wie oft unterdrückst du deine Gefühle oder ordnest dich unter, um den Frieden mit anderen zu wahren und schwierigen Situationen aus dem Weg zu gehen? Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und was bringt dir die wahre Erfüllung? Geld, Hobbys, Interessen, deine Arbeit oder materielle Dinge? Nein, ist es nicht die Liebe und Freundschaft, die unbeschreiblich wichtig sind? Wir machen allen anderen und vor allem uns selbst etwas vor, bis es zu spät ist. Glücklich zu sein ist deine Entscheidung. Wenn dich etwas stört oder dich unglücklich macht, hast du genau drei Möglichkeiten. Verlasse, verändere oder akzeptiere die Situation. Es ist dein Leben und wir haben nur dieses eine. Frage dich, wenn du ab diesem Atemzug jetzt nur noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du ändern und was würdest du weitermachen wie bisher? Heute spüre ich etwas in mir, was nicht stimmt. Es ist, als würde die Welt kleiner werden und die Wände näher kommen. Ich gebe mein Bestes, um daraus auszubrechen. Lenke die Gedanken auf bessere Zeiten. Jeden Tag sage ich zu mir selbst, es wird besser, dass es besser wird als jemals gedacht. Diese Stimme halte ich tief in mir. Wir bleiben in der Stille, bis wir bereit sind, bereit auszubrechen. Öffne dein Herz, wir starten von vorn, das ist der Anfang, es ist Zeit. Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen. Das ist der Anfang. Und ich denke nicht an die Vergangenheit, nicht das Gute und nicht das Schlechte. Ich will nur genau jetzt. Wir alle sehen uns nach der anderen Seite, nach der Seite, wo das Gras grüner ist. Die bessere Seite. Aber das ist nicht der Weg unseres Lebens. Wir sollten unser Herz jetzt öffnen und offen halten. Nicht in Gedanken versinken und nicht warten. Nicht warten auf einen Moment, der möglicherweise niemals kommt. Der richtige Moment ist niemals da. Es ist immer genau jetzt. Und den Unterschied macht unser Herz. Jeder kennt es, wenn es dunkel wird, wenn das Licht ausgeschaltet wird und du zuerst gar nichts mehr sehen kannst.
Doch nach und nach mit der Zeit gewöhnen sich deine Augen an die Dunkelheit und du kannst klarer sehen. Und umso länger du in der Dunkelheit bist, desto besser gewöhnen sich deine Augen daran, dass das Licht aus ist. Und du wirst klarer und klarer sehen. Genauso ist es, wenn wir verletzt, verlassen oder uns ein Schicksalsschlag im Leben trifft. Plötzlich, von jetzt auf gleich, geht ein Mensch von dir oder er tut etwas, was dich wie ein Schlag trifft oder etwas geschieht, was dich in die Dunkelheit versinken lässt. Du versinkst in der Dunkelheit und kannst nicht mehr sehen. Doch deine Augen werden sich daran gewöhnen und du wirst klarer und klarer werden. Traut uns das Leben zu, in der Dunkelheit sehen zu können? Glaubt das Schicksal, dass wir lernen müssen, wieder klar zu sehen und müssen deswegen erstmal wieder blind sein? Ja, vielleicht. Doch lassen wir uns auf die Dunkelheit ein, genießen das Gefühl, wird es nach und nach klarer. Versuchen wir jedoch verzweifelt, das Licht wieder anzuschalten, weil wir in Gedanken glauben, wir könnten niemals in der Dunkelheit sehen können. Wir den einen Schalter suchen, immer und immer wieder, weil wir glauben, es muss doch irgendwo dieser Schalter sein, um das Licht wieder anzuschalten. Werden wir uns in den Gedanken verlieren und werden krank werden. Also lassen wir Emotionen zu, lassen die Dunkelheit zu, bis wir wieder klar sehen, statt den einfachen, künstlich erschaffenen Weg zum Licht und zum Sehen zu wählen. Drücke deine Gefühle nicht weg, sondern genieße sie, denn sie sind das, was natürlich ist, Natur ist. Sie existiert und fließt natürlich. Alles andere sind durch Gedanken erschaffene Illusionen, die von außen gesteuert und beeinflusst werden. Sie sind nicht unsere Natur und folgen wir nicht unserer Natur, unserem Selbst, unseren Gefühlen und unserem tiefsten Verlangen aus unserem Herzen, werden wir niemals die geklärte, saubere, Leben einhauchende Luft in unseren Lungen spüren. Und nun, du dort in der Dunkelheit, atme tief ein und öffne deine Augen.